Ja, wir haben hier nach dem ersten Playoff-Spiel gegen den DSC Leonie Schwertmann von Aachen. Leonie, stolz auf die Leistung, die für alle sichtbar war, oder doch enttäuscht, dass es am Ende kein Sieg war? Also überwiegen tut jetzt gerade ein paar Minuten nach Abpfiff noch die Enttäuschung. Ich glaube, man sieht mir das an. Wenn ich jetzt auf die Sätze gucke, wenn ich reinfühle, was wir da geschafft haben, ja, natürlich bin ich stolz, dann denke ich, haben wir uns gut verkauft. Doch, ja, am Ende haben wir uns echt viel vorgenommen und wir haben schon auch auf die Überraschung gehofft, so muss ich auch ehrlich sagen. Und ich denke, das hat man auch gesehen, dass dieser Wille zu überraschen uns auch irgendwie getrieben hat und wir aber nichtsdestotrotz wirklich auch Qualität gezeigt haben. Da bin ich sehr, sehr froh und dennoch denke ich, dass ja, wir hatten einen guten Tag, einen vielleicht Sahnetag, ich weiß nicht, auf jeden Fall einen qualitativ guten Tag. Wir haben Dresden wirklich unter Druck gesetzt und dann überwiegt gerade noch so ein bisschen die Enttäuschung, dass wir es nicht für noch mehr jetzt wirklich für den Sieg nutzen konnten. Deine Kollegin Lenka Dürr auf der anderen Seite sprach von einer Volleyballschlacht und dass ihr es ihnen wirklich schwer gemacht habt. Mhm. Und sie eigentlich unterm Strich froh sind, dass sie halt dann letztlich gewonnen haben. Was nimmt man da dann mit für das Spiel, zweite Spiel am Samstag? Also auf jeden Fall unsere enorm starke Block und Defense. Also ich denke, da spricht Lenka auch eben von der Schlacht. Die hatten echt richtig Probleme, bei uns durchzukommen und einen Ball auf den Boden zu kriegen. Wir haben echt viel Druck im Aufschlag gemacht. Und diese Elemente stärken und die Schwächen oder Schwachpunkte vielleicht ein bisschen ausmerzen, das ist dann sicher die Vorbereitung. Ne? Also das aktuelle Spiel analysieren. Wir haben am Anfang, sind bei uns ein paar Tipps gefallen zum Beispiel, wo wir dann während des Spiels taktisch umgestellt haben. Und natürlich, jetzt hatten beide Teams wieder Zeit, sich nochmal auf die Gepflogenheiten des Gegners vorzubereiten. Und ich denke, das werden wir auf jeden Fall auch machen. Ja. Alles klar, dafür wünschen wir alles Gute, viel Glück und ja, vielleicht gelingt ja die Überraschung in Dresden. Wir glauben nach wie vor fest daran und arbeiten dafür. Danke dir. Danke.